diesem Video zeige ich dir, woran du erkennst, ob eine Seite gecrawlt und indexiert wurde. Ich habe mir hierfür einmal zwei Beispiele herausgesucht. Zunächst einmal fangen wir einmal mit dieser Seite an. Wichtig vorab für dich zu wissen ist, dass die Steuerung einmal durch die robots.txt-Datei und die Metatext erfolgt. Die Metatext werden in den Head-Abschnitt deiner HTML-Seite eingebunden. Gut, gehen wir einmal in den Seitenquelltext dieser Seite hier rein. Wichtig für uns ist in dem Fall dieser Abschnitt hier, insbesondere dieser Tag. Was sehen wir jetzt hier genau? Hier sehen wir einmal Robots und Content Index Follow. Was bedeutet das also genau? Das bedeutet, dass alle Crawler, also alle Suchmaschinen-Crawler diese Seite crawlen dürfen. Und der Content darf indexiert werden. Und die darin befindlichen Links, denen darf gefolgt werden. Dafür steht das Follow. Gut, um einmal sicher zu gehen, ob diese Seite sich auch tatsächlich im Index befindet, gehen wir noch einmal einen Schritt zurück und nehmen uns hier einmal die URL, kopieren diese und gehen einmal auf Google und geben hier einmal diese URL ein. So, was sehen wir nun hier? In den Suchergebnissen sehen wir jetzt hier einmal, dass ja, dieser Artikel bzw. diese Seite sich ja, im Index befindet. Würde jetzt hier nichts erscheinen, dann würde das bedeuten, dass sich diese Seite auch nicht im Index befindet. Wir können noch einmal einen anderen Test machen. Und zwar, wir kopieren uns jetzt einfach nur mal die Headline und geben diese hier einmal ein. Ja, zunächst einmal sehen wir ein paar andere Seiten. Doch ganz hier unten an 10. Stelle sehen wir hier unseren Artikel. Also das bedeutet, dass sich dieser Artikel bzw. diese Seite auch tatsächlich im Index befindet. Es gibt noch weitere Möglichkeiten zu prüfen, ob die Seite sich tatsächlich im Index befindet, nämlich einmal über die Google Search Console und einmal mit dem No Index Checker. In diesem Artikel hier habe ich auch noch einmal ausführlich beschrieben, wie das genau funktioniert. So, kommen wir zum zweiten Beispiel. Ich habe hier mir mal direkt eine Testseite angelegt. Ich gehe jetzt schon mal hier rauf. Und möchtest du jetzt diese Seite oder deine Seite nicht indexieren, dann gibst du einfach das No-Index-Meta-Tag in deine Webseite ein. Wie das genau funktioniert, das habe ich auch nochmal hier in diesem Artikel ausführlich beschrieben. Dort findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du dort genau vorgehst und wie du deine Seite auf No-Index stellst. Gut, gehen wir einmal hier in den Seitenquelltext rein, dieser Testseite. Auch hier ist wieder wichtig dieser Abschnitt für uns. Insbesondere auch hier wieder dieser Tag. Hier sehen wir nun Robots und Content. No Index, No Follow. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet zum einen, dass alle Suchmaschinencrawler, also alle Crawler, alle Bots, diese Seite crawlen dürfen, besuchen dürfen. Allerdings darf sich diese Seite nicht im Index befinden und alle sich darin befindlichen Links, denen darf nicht gefolgt werden, weshalb hier auch No Follow steht. So, jetzt gibt es aber neben dem No-Index-Meta-Tag auch noch eine andere Variante, beziehungsweise du kannst festlegen, welche Crawler den Befehl erhalten dürfen. Wie wir jetzt hier sehen in diesem Beispiel, dürfen ja alle Suchmaschinen-Crawler
diese Seite crawlen. Wenn du jetzt aber allerdings einen bestimmten Botnamen eingibst, wie jetzt beispielsweise Googlebot, ja, hier würde statt Robots Googlebot stehen, dann würde der Befehl ausschließlich an den Googlebot gehen und alle anderen Suchmaschinencrawler, alle anderen Bots wären ausgeschlossen und dürften diese Seite nicht besuchen bzw. crawlen. Gut, dann würde ich jetzt hier nochmal an dieser Stelle einmal zusammenfassen. Mit Befehlen im robots.txt sagst du den Crawlern, welche Seiten ausgelesen werden dürfen und welche nicht. Mit dem MetaTag sagst du, ob eine Seite sich im Index befinden darf oder nicht. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du konntest etwas mitnehmen. Schau gerne auf unserem Impuls Co. Mega Magazin vorbei und dann würde ich sagen, bis dann.